Hallo zusammen, mein Name ist Markus, ich bin Grillmeister in der Weber Grillakademie in Berlin-Mitte. Ja, hinter uns seht ihr unser Herzstück der Grillakademie. Ich möchte euch aber mal was anderes zeigen. Ja, dafür gehen wir mal schön rüber in unseren Shop. Es ist ja das Jahr 2017 und da gibt es wieder einige Neuerungen bei Weber. Und das Hauptaugenmerk liegt, glaube ich, auf den Genesis 2. Ja, mega cooles Gerät, gibt es mit 2 Brennern, 3 Brennern, ja, kann man sogar mit 6 Brennern, ja, wie ihr hinter mir seht, bekommen. Ja, schon ganz schön mächtig. Ne? Ich möchte euch aber mal den 4 Brenner zeigen. Ja. Das heißt, schaut ihn euch an. Ja. Wir haben neue Regler, wo die elektrische Zündung schon mit drin ist. Ja. Wir haben einen Powerboost-Knopf, um einfach viel mehr Hitze zu bekommen in diesem Grill und vor allem auch schneller. Ja. Das heißt, auch wenn man mal ein schönes Flanksteak mit hoher Hitze angrillen will, hat man hier definitiv. Ja. Wir haben ganz normales Gussrost drin, ja, mit GWS und bei dem 4-Brenner sogar noch ein Zusatzrost. Ja. Finde ich ganz cool, kann man nochmal austauschen durch eine Gussplatte für das ganze Kleinzeug. Ja. Finde ich super. Dann haben wir hier nochmal schön Aromaschienen, ja. Darunter verbirgen sich komplett neue Brenner, ne, wo die Hitzeverteilung noch viel besser, das wurde alles komplett überarbeitet, ja. Ein Punkt aber noch, ja, das Warmhalterost, ne, sieht jetzt erstmal ganz einfach aus, kennt wahrscheinlich auch jeder, ja, aber wenn man das Ganze, ja, hier schön raushängt, haben wir ein ETCS, ja. Schön Churrasco-Spieße oder Gemüsespieße, was man möchte, ne, kann man hier schön reinhängen. Spart auf jeden Fall eine Menge Platz auf dem Grill, ne, wo am meisten das Problem liegt. Ne. Also auf den ersten Blick finde ich ein mega cooles Gerät. Ja. Schaut euch das Ganze mal an und schöne Grüße aus Berlin. Bis dann.